Einen wunderschönen, da bin ich wieder, euer Odin. Also, ich wollte Tablet hier gerade irgendwie so machen, dass ich es halt besser sehe, aber das klappt nicht, muss ich mir doch auf dem Laptop machen. So, und wir haben gerade das Unboxing gemacht zu dem HDMI Enabler. Das Gerät seht ihr alles noch da. Jetzt werde ich mal den Karton wegpacken. Und wir werden jetzt hier einfach mal anfangen. Die Beschreibung brauche ich ja nicht wirklich erklären. So, erstmal fangen wir mit dem Herzstück an, weil da bin ich ziemlich neugierig drauf. Ich habe es ja noch nicht in echt gesehen. Ich habe es nur gesehen, na doch, beim Gewinnspiel habe ich es gesehen, aber habe auch nicht wirklich gucken können. Oh, vergoldete Kontakte sind hier überall. Sieht aber richtig nice aus mit dem. Hier hat man dann praktisch den Laut- und Leise-Button. So, ich erkläre euch erstmal nochmal die Vorderseite. So, auf der Vorderseite, da befinden sich hier erstmal LED-Leuchten, da kommen wir gleich zu. Ich fange jetzt von hier einfach an und gehe dann nach drüben. Das ist Laut und Leise. Das Laut und Leise, was man hier einstellen kann, das ist nur für diesen Klinke-Eingang. Nur für diesen Klinke-Eingang. Wenn man da ein Klinke-Mikrofon anschließt, kann man hiermit laut und leise regeln. Die grünen LEDs zeigen an, welche Eingabequelle wir gerade benutzen. Ich werde mir das Tablet mal rüberholen und werde mal hier vielleicht ein bisschen ranzoomen, dass ihr das noch besser seht. So, so macht sich das doch gut. So, und ja, dafür ist jetzt praktisch das da. Da ist der Klinke. Und zwar ist hier dieser Switcher, also die Powerleuchte leuchtet halt immer rot, weil wenn es an ist, leuchtet sie rot. Und mit dem Switcher können wir zwischen MIG, SPDF, Koaxial und links und rechts hin und her wechseln. Das zeige ich euch auch gleich nachher noch im Hardware-Check. Jetzt gucken wir uns mal die Rückseite an. Hier an der Seite haben wir, könnt ihr da so ein bisschen reingucken ins Gerät. Das sind Luftlöcher, die sind auf der Seite auch. Ja, also selbstkühlend. So, und hier haben wir praktisch den, Stromanschluss. Dann haben wir einen HDMI-Eingang. Und das sind die ganzen Eingänge für Sound. Zum Beispiel können wir hier einen optischen anschließen vom PC zum Beispiel und könnten dann hier optisch reinjagen. Hier ist der Koax und hier haben wir links und rechts. Das ist praktisch rot und weiß, wie ihr von Cinch kennt. Und hier ist der Ausgang und hier ist nochmal ein Ausgang für Headset. Und das funktioniert im Prinzip ganz einfach. Wenn wir hier vorne zum Beispiel ein Mikrofon anschließen und hier ein HDMI-Kabel anschließen, von der PlayStation 3 oder PlayStation 4, Xbox, Xbox 360, also Xbox One, Xbox 360 ist scheiße, oder Receiver, oder was weiß ich hier, DVD-Player, ja, können wir dann hier vorne, so, hier einstellen mit dem Switcher, dass wir praktisch Mikrofon nehmen wollen, wenn wir hier vorne Mikrofon angeschlossen haben, und dann wird in diesen Eingang vom Bildsignal, da kommt der Bild und Ton an, wird das hier auf das HDMI ausgegeben. Das gleiche Bild und der gleiche Ton, der hier reinkommt, wird hier wieder rausgegeben. Zusätzlich wird das Mikrofon von hier vorne mit hier eingespeist. Und wir können auch, wenn wir wollen, diesen Ton abgreifen über Kopfhörer. Über Kopfhörer kommt aber nur das an, was hier ist, ohne Mikrofon. Egal, was ihr hier anschließt, über Kopfhörer kommt nur das vom HDMI. Das wird alles rausgefiltert. Das kommt alles nicht in den Kopfhörer rein. Das ist, wenn man nur den HDMI-Sound will und seine Stimme nicht selber hören will, logischerweise, dann für ein Headset ist das dann dafür da.
So, wir können aber auch optisch Koax oder Cinch wählen und können dann mit dem Schalter hier vorne dann praktisch zwischen den einzelnen Steckern hin und her wechseln, können dann praktisch hier im PC oder hier in Mikrofon, was auch Cinch hat oder was Klinke hat, mit einem Cinch-Adapter können wir dann hier dran schließen zum Beispiel, und dann wird das hier in den HDMI-Ausgang eingebaut, also eingeschleust. Es geht aber immer nur ein Gerät, was auf HDMI zusätzlich ausgegeben wird. Das heißt, ihr habt praktisch dann zweimal Ton und einmal Bild hier drin. Ihr habt das Bild, was hier über den Eingang kommt, den Ton, der über den Eingang kommt, und den Ton, den ihr von hier abgreift, beziehungsweise vorne das Mikrofon. Das ist das Ganze. Ich zeige es euch mal von vorne. Sieht wirklich wieder schnucklig aus. Hier oben steht Ligavo. Hier sind die drei Punkte. Ja. Und hier steht dann, was das für einer ist. Vom Design her bin ich sehr zufrieden. Sieht echt geil aus. Ich sehe auch, ach, da sind die Schrauben. Da sind die Schrauben, die halten das doch fest. Ja, so, jetzt gucken wir uns mal. Muss ich erstmal wieder rauszoomen. So. Jetzt nehme ich gerade mein Tablet als Fernbedienung. So, das geht mir mal ein Stück weg. So, jetzt gucken wir uns mal den HDMI an. Ach Quatsch, den HDMI, bin bescheuert. Muss mal vom Camcorder das auch umwechseln hier, dass ich sehe, ob der Akku noch hält. So. Und ihr seht, es ist wirklich ziemlich lang. Ich habe jetzt kein Maßband hier, aber es ist weiter, als ich meinen Arm strecken kann. Das kann ich euch auch mal zeigen. So, also hier halte ich praktisch ein Ende. Das andere Ende ist da und es hängt durch, also ist weiter. So, jetzt mal den HDMI-Kabel mal wieder zusammen. Also der ist wirklich extrem lang, das finde ich sehr gut. Also man kann den dann auch in die Schrankwand stellen, irgendwo, wo nicht gerade die PlayStation oder Xbox, DVD-Player oder sonst irgendwas steht. Wenn man die verbaut hat, kann man das dann zum Beispiel über dem Fernseher, unterm Fernseher irgendwo hinstellen. Und der Kabel ist lang genug. So. Oder man kann es auch als Zwischenmöglichkeit nehmen, wenn man nur einen kleinen HDMI hat und hier praktisch die PlayStation anklemmt und dann weiter zum Fernsehen, braucht man nur zwei kleine HDMI-Kabel anstatt ihnen lang und kann da dann praktisch sein Mikrofon rinpolken und alle drum dran. Ein richtig geiles Gerät. So, dann würde ich das sagen, für Hardware reicht das jetzt erstmal. So, wir werden mal noch, fällt mir gerade ein, habe ich ja auch versprochen, wir werden mal im Hardware-Video gleich noch die Gumminippel wieder anbauen, dass ich euch das mal zeigen kann, wie das wieder funktioniert. Ah, das ist wieder so eine kleine Tüte, das war für Frauenhände hier irgendwie. Ich hoffe, mein Ton kommt jetzt auch wieder vernünftig rüber, weil gestern hat der Ton ja so ein bisschen gespackt. Wenn nicht, muss ich mir vielleicht doch mal ein externes Mikrofon kaufen. Und ich hoffe, das Bild geht, weil gestern war ich im Endeffekt so. Also seht ihr ja, das ist einfach ein großes Teil und da sind dann Aussparungen, also ausgestanzt. Und dann nehmen wir uns dann einfach die runden Nippel raus und kleben die hier auf. Gestern war ich mit dem Bild nicht ganz so zufrieden. Ihr wart ja alle, fast alle endlich zufrieden. Aber ein bisschen krischelig fand ich es trotzdem noch und habe mir da echt mehr erhofft, wenn ich mir schon so einen teuren Camcorder kaufe. Vielleicht war es auch die Lichtverhältnisse war ja auch abends. Vielleicht ist es ja jetzt ein bisschen besser. Weil das sehe ich hier auf dem Tablet nicht so genau, wie die Qualität vom Video ist. Weil ist ja nur Bildschirm vom Tablet. So, jetzt haben wir die Gumminippel hier angeklebt. Und damit steht er dann auch felsenfest. So, und dann würde ich sagen, hoppala, so. Dann wartet jetzt erstmal und wir sehen uns gleich im
Hardware-Check wieder. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.